Achtung, dieses Video enthält Spoiler. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wir spielen das War of Mine mit der Erweiterung Geschichten aus den Ruinen. Letztes Mal ist ein ereignisreicher Tag zu Ende gegangen. Wir haben die Kanalisation kennengelernt. Wir haben einen neuen Mitbewohner für unseren Unterschlupf gewinnen können. Allerdings ist er etwas verletzt und genau dieser Mitbewohner namens Pavel wird jetzt in der Plünderphase versuchen, ein paar Bandagen zu besorgen, damit er seine Verletzungen behandeln kann. Ob ihm das gelingt, das werden wir jetzt gleich sehen, denn wir knüpfen direkt jetzt dort an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben und das ist zu Beginn der Plünderphase und ich wünsche viel Spaß dabei. Willkommen zurück, liebe Freunde von This War of Mine. An dieser Stelle hatten wir aufgehört, jetzt geht es direkt weiter. Mit der Plünderphase. Wir werden einen Ort wählen und das wird bei mir eindeutig der Militärstützpunkt sein. Nicht unbedingt, weil ich hier die meiste Zeit zur Verfügung habe. Ich weiß, weil ich ja hier schon mal war, dass ich mit der Armee handeln kann und dass diese auf alle Fälle Bandagen im Angebot haben werden. Allerdings brauche ich da einiges zum Tauschen. Aber schauen wir mal, was wir alles jetzt mit uns nehmen. Ich werde einiges mit mir nehmen. Ich werde den Zuckerasso mitnehmen, den werde ich auf alle Fälle nicht brauchen. Des Weiteren, ich habe noch so eine beschädigte Pistole, auch die werde ich nicht brauchen. Und ich denke mal, ich habe auch jede Menge mechanische Teile, auch die werde ich jetzt hier mitnehmen. Übrigens, wenn ihr Sachen mitnehmt zum Plündern, müsst ihr das Gewicht noch nicht beachten. Das heißt, ihr könnt so viel mitnehmen, wie ihr wollt. Ihr müsst halt nur drauf achten, wenn ihr dann irgendwann zurückkommt, dann müsst ihr euer Inventar beachten und dann kann es sein, dass ihr die eine oder andere Sache dann zurücklassen müsst. Da ich aber vorhabe, eh zu tauschen, werde ich noch ganz viele andere Sachen mitnehmen, die erstmal kein Gewicht verursachen. Aber steck mal. Viele Waren zu haben, könnte auf alle Fälle hier in diesem Moment auch viel helfen. Okay, dann beginnen wir mit der Plünderung. Lärmtrecker geht runter auf 1 und wir dürfen 14 Erkundungskarten ziehen. Ziehen wir also unsere 14 Karten. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Und dann beginnen wir, in die erste schon mal abzuhandeln. Wir haben ein Versteck entdeckt. Ich denke mal, das werde ich auf alle Fälle Aufsuchen. Dafür muss ich zwei Karten wieder zurücklegen. Ich habe noch jede Menge Zeit. Ich sollte mir auf alle Fälle nur merken, dass ich noch sechs Karten benötige, um am Ende mit der Armee zu handeln. Ich versuche aber hier und da noch ein paar ergänzende Sachen zum Tauschen zu finden. Drei Karten von 14, somit weg, habe ich noch elf im Stapel, kann ich noch fünf Karten ziehen. Und wir haben. Ein Gitter. Gitter ist verfügbar. Das heißt, wir legen das auch hier in diesen Bereich. Allerdings habe ich keine Sägeplatte dabei. Komme ich also auch nicht durch. Verdammt. Machen wir weiter. Nächste Erkundung. Okay. Einen Realitätsschock. Wir ziehen zuerst wieder eine Farbkarte und da bekommen wir den grauen Bereich. Und jetzt sollen wir auf unserer aktuellen Ortskarte, das ist diese, im Bereich Erkundung, das steht hier unten, dann das entsprechende Skript behandeln und das ist hier bei Grau die 57. Etwas abseits des großen Checkpoints steht ein Scheinwerfer, der von einem Generator gespeist wird. Jede Nacht ist dieselbe grimmige Gestalt unter dem fahlen Licht zu sehen. Sie nenne ihn Feldwebel tot Er ist ein grauhaariger Mann, der aussieht, als könnte er Streichhölzer an seinen unrasierten Wangen entzünden und mit den Fingern Eisennägel verbiegen. Hierher kommt man, wenn man dumm oder verzweifelt genug ist oder einfach nicht den Mut hat, selbst den Abzug zu drücken. Heute sitzt der breitschultrige Feldwebel mitten auf dem Platz zwischen den Häusern. Er hat es sich an einem guten Tisch aus Holzbrettern bequem gemacht und liest ein Buch. Eine Flasche, ein paar Konserven, Waffen, Wertgegenstände, Zigaretten und ein Revolver liegen auf dem Tisch. Als wir ihn aus der Ferne sehen, drängt sich ein Gedanke auf. Vielleicht heute? Wir haben zwei Optionen. Entweder wir können etwas wagen, von dem wir schon viel gehört haben, und zwar ein Spiel mit dem Feld Webeltod, dann müssten wir ein weiteres Skript lesen. Oder wir sind der Meinung, dieser Mann ist ein Mörder, niemand weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Wir vergessen diese dumme Idee und kehren wieder zum Spiel zurück. Tatsächlich werde ich hier die defensive Variante wählen und einfach mit dem Spiel weitermachen, ohne den Feldwebel zu besuchen. Denn was wird es mir bringen? Okay, ich weiß nicht, was passiert. Ich gehe davon aus, wir können vielleicht mit ihm handeln. Ein paar Waren wurden ja aufgezählt. Da waren aber keine Bandagen dabei. Und deswegen ist das jetzt keine mögliche Option für mich. Vielleicht käme es aber auch zu einem Kampf und wenn ich ihn bezwinge, dann kriege ich diese ganzen Waren. Allerdings, ich habe keine Waffe dabei. Ich denke mal nicht, dass ich da irgendwie... Weit komme und deswegen, ja, ich werde eher den Rückzug antreten. Ja, ich bin ein richtiger Hasenfuß. Aber in dem Spiel geht es ums Überleben, nicht um irgendwelche sinnlosen Wagnisse einzugehen. Und deswegen habe ich mich so entschieden, wie ich mich entschieden habe und nichts ist jetzt hier passiert. Was wir aber noch machen sollen, wir sollen diese Karte nehmen und an die aktuelle Ortskarte anhängen. Das heißt, diese Karte kommt erstmal nicht zum Vorschein, verschwindet diese Ortskarte irgendwann aus dem Spiel, dann wird diese Karte wieder in den Erkundungsstapel hineingemischt. Doch machen wir weiter. Ein paar wenige Karte kann ich ja noch erkunden. Okay, da ist jemand. Lärmtracker geht um drei höher, also auf die vier. Das habe ich jetzt direkt vorgenommen und dann machen wir hier. Weiter und wir haben eine Treppe nach unten. Ja, drei Erkundungskarten weglegen oder Lärmprobe machen, das, das bringt uns nicht allzu viel. Ich habe, glaube ich, keine neuen Karten, wenn ich die drei wegnehme. Nein, so viel habe ich nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, ich werde an dieser Stelle, ach, ich kann die Erkundung nicht abbrechen. Ach, verdammt, weil dann kann ich nicht mehr handeln. Ach, das ist aber ärgerlich. Ich muss tatsächlich jetzt den Lärmtracker um drei erhöhen und danach eine Lärmprobe abhandeln. Ach, verdammt. Und nun ist es sehr wahrscheinlich, dass wir unsere erste Begegnung haben. Den Lärmtracker geht auf 7 hoch. Nur eine 8, 9 oder 10 auf dem Würfel wird er mich jetzt davor bewahren. Und da haben wir eine 8. Sehr cool. Somit keine Begegnung. Hau, oh, Schwein gehabt. Doch nicht jede Begegnung muss unbedingt was Negatives sein. Es gibt auch teilweise Händler oder sonstige Leute, die wir hier treffen können. Aber es sind auch viele dunkle Gestalten dabei. Das des dann total vergessen. Ich habe sogar noch mein Versteck. Auch das hätte mich jetzt vor einer Begegnung geschützt. Deswegen habe ich sogar noch die Möglichkeit, eine Lärmprobe mal zu versagen. Ja, machen wir weiter. Wir gehen. Die Treppe herunter und können jetzt Kram durchsuchen, und dies können wir machen, wenn wir zwei Erkundungskarten zurücklegen. Das kann ich nicht mehr, weil dann hätte ich nicht mehr die sechs Karten, die ich brauche. Lärm um eins erhöhen und dann eine Lärmprobe machen. <laughs> da sind wir bei der neun. aber wie erwähnt, wir haben das Versteck. Ich kann die Karte dann ignorieren. Ja, okay, dann mache ich das Ganze mit der Lärmprobe. Tracker geht somit um 1 höher. Müsste ich das nächste Mal den Lärmtracker erhöhen, bleibt ihr einfach an dieser Stelle. Braucht ihr quasi nicht weiter zu erhöhen. Es geht also nicht über. Eine 8. Habt also immer die Möglichkeit mit einer 9 und 10 das Ganze noch klüpflich ausgehen zu lassen. Jetzt haben wir eine 3. Jetzt lösen wir den Alarm aus und eine Begegnung. Das hat zur Konsequenz, dass der Lärmtracker direkt runter auf 1 geht. Und wir müssten jetzt eine Begegnungskarte ziehen. Allerdings, ich bin im Versteck und ich kann nach einer Lärmprobe diese Karte ablegen, um mich dieser Begegnung zu entziehen. Und das werde ich auch machen. Somit keine weitere Konsequenz und jetzt darf ich den Kram durchsuchen, Fundsachen ziehen und dann schauen wir mal, was wir bei Kram finden. Und da sieht es für uns sehr düster aus, denn ich finde nur ein Buch. Hier stehen zwar noch zwei mechanische Teile, allerdings habe ich die schon. Es sind keine mehr in der Box vorhanden und deswegen finde ich keine mehr. Ich darf aber noch den schwarzen Würfel werfen. Und da haben wir eine 3. Ach, drei wir finden nichts das heißt es bleibt leider nur beim buch der ganze aufwand nur dafür und die karte wird dann hier wieder hineingemischt und an dieser stelle würde ich jetzt sagen ich gebe die sechs karten ab die ich brauche zwei Vier, 6, Uhr oh, habe ich sogar noch eine übrig und werde jetzt mit der Armee handeln. Wir wissen schon, was passiert. Das heißt, ich werde das Skript jetzt nicht nochmal lesen. Gehen wir direkt zur Handelsphase. Aufgrund unserer Erfahrung mit der Armee wissen wir, was diesem Angebot haben. Alle gelben, roten und grünen Marker. Und ich habe mir nur mal die Sachen jetzt herausgeholt, die ich zwingend benötige. Und das sind diese beiden Bandagen. Handelsgebühr ist bei null. Das heißt, ich muss jetzt einen Gegenwert von 20. Den Soldaten gebe und ich habe ja einiges dabei. Ich habe dreimal Zucker sind neun, einmal Chemikalien sind zehn für die erste Bandage und dann habe ich die Pistole, Chemikalie noch mal eins und sechs Kraut 7, mechanisches Teil 9 und das zuletzt gefundene Buch. Noch mal eins dazu sind genau die zehn somit 20. Und jetzt tausche ich einfach diese Sachen hier rüber. Die Sachen gehen alle in die Box und diese beiden kommen in den Bereich gefundene Sachen und die zweimal Munition und die Chemikalie, die behalte ich. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ich habe die zwei Bandagen. Vor allen Dingen habe ich jetzt keinen Gegenstand mit Gewicht. Das heißt, ich kann dann noch meine Taschen mit anderen Sachen vollpacken. Doch, ich muss jetzt wieder einen Würfel werfen, ob ich hier ungeschoren von in diesem Stützpunkt davon komme. Bei einer 1 bis 3 passiert was Negatives. Bei 4 oder höher alles gut. Und wir haben in eine 6 sehr gut. Nichts passiert. Wir kommen wieder klimpflich davon. Eine Karte habe ich noch im Erkundungsbereich. Müssen wir auch noch abhandeln. Und wir haben einmal Schutt. Ja, Schutt ist noch nicht dabei. Legen wir ab. Ziehen eine Ersatzkarte nach. Und da können wir, wenn wir wollen, das Mobiliar durchsuchen. Wenn ich das machen möchte, müsste ich zwei Erkundungskarten zurücklegen. Habe ich nicht. Ja, dann muss ich die Lärmprobe machen und vorher den Lärmtracker um 1 erhöhen. Da er aber zurückgesetzt worden ist, riskiere ich das Ganze mal. Da auf 2. Alles ab 3 wäre gut. Und wir haben 3 knapp geschafft. Aber keine Begegnung. Durchsuchen wir das Mobiliar in den Fundsachen. Ich mische mal nochmal. Ich weiß nicht, ob ich schon gemischt hatte, als ich den Kram durchsucht hatte. Und jetzt haben wir. Beim Mobiliar. Ein elektrisches Teil, ein mechanisches Teil und einmal Kraut. Jetzt finde ich das mechanische Teil, denn jetzt habe ich es in der Box wieder zur Verfügung. Bekommen wir schon mal diese drei Sachen und noch einen Würfelwurf. Mal sehen. Vielleicht diesmal war es eine 4, aber auch bei einer 4 ist leider nichts ergänzend dabei. Und damit sind wir durch, war die letzte Erkundungskarte. Ich mische wieder alle Erkundungskarten zusammen, das war dann auch die Fundsachen. Und dann schauen wir mal, wie groß unsere Beute war. Jetzt habe ich zum Schluss wieder mehr bekommen, als ich eigentlich gedacht habe, gerade was die beiden Teile angeht. Die nehmen aber Inventarplätze weg, ich will sie aber auch nicht zurücklassen. Und ich denke mal, ich gehe nochmal am Markt vorbei, vielleicht kann ich ja noch ein paar Sachen eintauschen. Der Besuch auf dem Marktplatz kostet mich erstmal ein Ressourcenmarker und da werde ich, ich werde das Kraut bezahlen, damit ich hier diesen Marktplatz besuchen darf. Und dann ziehen wir die nächste Warenkarte, legen diese oben drauf und wir haben erneut einen Bauern, welcher hier steht. Und jetzt schon die Frage, was mache ich? Ich könnte jetzt erneut wieder einen Dieb einsetzen, um Waren zu stehlen. Allerdings nicht die Zigaretten, denn die haben momentan einen Handelswert von 6, deswegen sie werden extra bewacht. Und ansonsten nur Kraut. Gemüse gibt es auch kaum noch, weil da habe ich schon ganz viel. Und Kaffee. Kaffee ist natürlich interessant. Allerdings die Gefahr, dass dieser Bauer mich erwischt und ich dann Erschöpfung erleide, ist mir einfach zu groß. Und deswegen werde ich einfach eine normale Handelsaktion durchführen. Die Handelsgebühr beträgt 1. Ich möchte gern Folgendes abgeben. Ich werde das elektrische und das mechanische Teil abgeben. Graue Marker sind gestattet, nur gelbe und grüne nicht. Das ist ein Warenwert von 5. Abzüglich der Handelsgebühr von 1 bleiben somit noch 4 übrig. Und dann werde ich mir zweimal Kaffee nehmen. Und ja, zweimal Kraut. Wer weiß, für was ich es brauche, aber ich nehme es erstmal mit. Nimmt ja auch keinen Platz im Inventar weg. Ich denke, es hat sich gelohnt. Wir haben nur einmal Kraut ablegen müssen. Die Sachen hätte ich eh wahrscheinlich zurückgelassen aufgrund des Gewichtes. Und somit habe ich aus dem einen Kraut zwei Kraut gemacht und zwei Kaffee. Das war auf alle Fälle ertragreich. Damit sind wir fertig mit der Plünderphase. Wählen wir noch unsere Sachen. Wie ihr seht, ich habe keine Sachen, die irgendwelche Inventarplätze belegen, somit nehme ich alles mit und habe sogar noch mit Pavel vier Inventarplätze frei. Und da werde ich meine Taschenrucksäcke wieder mit Wasserflaschen befüllen. Vier Stück an der Zahl habe ich wieder genug für den nächsten Tag. Der nächtliche Überfall ist an der Reihe. Marin steht Wache. Er wird sich noch eine Waffe nehmen. Ich muss aber eine wählen. Ich werde das Beil nehmen. Das Beil hat folgenden positiven Effekt. Wir haben für die Nahkampfwaffen immer den gelben Würfel, den wir dann gegebenenfalls gleich werfen. Jedes Messersymbol bei einer Nahkampfwaffe gilt immer als Erfolg. Gibt es hier eine 1, eine 2 und sogar 3 Messer. Dann habe ich aber noch das Symbol mit dem Beil. Theoretisch ist das Ganze ein Fehlschlag, allerdings, wenn ich ein Beil direkt benutze, dann gilt dieses als Erfolg und sogar als solcher Erfolg, dass ich die Karte nächtlicher Überfall ignorieren kann. Und das ist auf alle Fälle positiv. Somit habe ich drei mögliche Erfolgsseiten. Hingegen bei der Pistole brauche ich A. Munition, habe ich aber jede Menge im Lager, habe ich aber nur. Die Sachen mit dem direkten Treffersymbol, also diese Zweier, dann haben wir nochmal Zweier und noch ein Dreier. Also nur drei Seiten, die einen Erfolg haben, ansonsten sind das alles Plankseiten. Und diese Sachen mit diesem Schroteinschlag, das funktioniert tatsächlich nur mit einer Schrotflinte, ansonsten für alle anderen Waffen wäre das auch ein Fehlschlag. Und deswegen denke ich mal, mit dem Beil bin ich hier auf alle Fälle besser bedienen, aber schauen wir erstmal, was wir überhaupt haben. Vielleicht sind es oh, sind die Erinnerungen. Okay, dann schauen wir mal, was wir diesmal erleben. Marins Traurigkeit ist bei 1, somit die erste Spalte. Und mal sehen, was für einen Würfelwurf wir haben. Es ist eine 2. Schauen wir uns das Skript an. Und dies ist bei Marin bei der 2, die 335. Heutzutage legen die Leute großen Wert auf ihre Sachen. Früher wurde alles, was nicht mehr ging, weggeschmissen. War nicht einfach für jemand, der eine Reparaturwerkstatt betreibt. Ein- oder zweimal am Tag kam Kundschaft. Meistens waren es ältere Leute, wie diese nette Dame. Sie benutzte immer noch das Bügeleisen, das sie zur Hochzeit geschenkt bekommen hatte. Damals, als die Welt noch freundlicher war. Aber es gab auch Ausnahmen. Mehr erfahren wir auch nicht über Marin, ein klein wenig Background Story. Jetzt kommt wieder der Ausbruch der Kriminalität. Wieder zwei Karten, die wir den entsprechenden Stapel hinzufügen sollen. Ich werde das wieder aufteilen: das heißt, eine neue Begegnungskarte und eine neue Karte Nächtlicher Überfall. Die Erinnerungskarte wird auch wieder eingemischt. Bisher läuft noch alles sehr, sehr gut. Wir kamen bisher immer mit einem blauen Auge davon. Aber wir befinden uns noch in Kapitel 1. Es geht noch eine Weile. Unser Marin hat Wache gehalten, die Axt wird wieder zurückgelegt, Plündertrupp kommt zurück, bringt einiges mit, vor allen Dingen die Bandagen, die waren wichtig, dann der Kaffee, die Munition, alles das, was ich mitgenommen hatte, geht wieder zurück. Und natürlich die viermal Wasser, die ich für den nächsten Tag dann zum Trinken benötige. Okay, dann teilen wir mal noch Medikamente und Bandagen zu. Ich werde das Ganze wie folgt zuteilen. Unsere Katja ist krank und sie hat ja dieses besondere Skript, wo wir noch nicht wissen, wo die Reise hingeht, ob das vielleicht was Ansteckendes war oder nicht. Ihr werde ich Medikamente zuteilen und ich werde ihr auch Kräutermedizin. Zuteilen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, aber ich glaube, es waren einige Schicksalskarten dabei, die so ein bisschen primär auf Kräutermedizin abzielen und ein paar, die direkt auf die Medikamente. Und ich will meine Chancen erhöhen, dass diese Krankheit geheilt wird. Auch auf die Gefahr hin, dass ich dann beide Marke ablegen muss. Die Bandage hingegen, ich habe ja zwei geholt, brauche nur eine, werde ich hier unserem Pavel zuteilen, in der Hoffnung, dass sie hilft, die Verletzung zu kurieren. Dann schauen wir uns an, was die nächste Schicksalskarte bringt. Okay, nur roter Text, kein grüner. Alle Charaktere, welche eine Krankheit haben und denen keine Medikamente oder Kräutermedizin zugeordnet worden sind, steigt die Krankheit um eins. Wir haben eine Erkrankung bei Katja. Zum Glück haben wir... Beides sogar zugeordnet. In dem Sinne steigt die Krankheit nicht. Allerdings geht sie auch nicht weg. Und danach sollen wir sogar die Kräutermedizin ablegen. Somit tatsächlich nur dafür Sorge getragen, dass es nicht schlimmer wird, aber auch nicht besser. Die Medikamente hingegen soll ich nicht ablegen. Die bleiben also so lange zugeordnet. Gegebenenfalls helfen sie in der nächsten Phase, wenn wir die nächste Schicksalskarte ziehen. Als nächstes die Kälte. Wenn wir vier Kältemager hätten, wir haben nur zwei, müssen also auch keine Bretter jetzt irgendwo abziehen, habe ich eh nicht, aber sonst wäre es so gewesen, dass jetzt drei Charaktere die Krankheit gestiegen wäre um eins, aber müssen wir uns nicht sorgen, unser Heizgerät hat gute Dienste geleistet, es ist nicht so kalt, dass wir krank werden. Als nächstes wird der nächstgelegene Ort ausgetauscht und diesmal gibt es keine Größenangabe. Der nächstgelegene Ort ist der Militärstützpunkt. Dieser fliegt jetzt leider raus aus dem Spiel. Der Realitätsschock, der hier angeheftet ist, den mischen wir wieder zurück ins Erkundungsdeck, schieben die Ortskarten alle nach und decken eine neue auf. Eine bombardierte Schule kommt zum Vorschein. Okay, dort könnten wir auch gegebenenfalls Bandagen finden. Danach würden die Abwartenmarke ausgeführt werden, haben wir keine im Spiel, können wir also überspringen und wir kommen zur Persönlichkeit A, welche abgehandelt wird. Und da war es ganz gut, dass wir ein wenig Kaffee mitgebracht haben, denn Persönlichkeit A für Marin möchte gern Kaffee ablegen aus dem Lager, ansonsten würde die Traurigkeit steigen. Wir haben einmal Kaffee, würde ich aus dem Lager entfernen. Gleiches Prinzip bei Katja. Auch hier haben wir noch genug Kaffee. Bei Marco würde die Traurigkeit um 1 steigen, wenn irgendein Charakter Hunger 3 hat, aber da gibt es zum Glück keinen. Müssen wir also auch nichts abhandeln. Und Pavel hat bei Persönlichkeit A keine Angabe. Okay, legen wir Kaffee also ab. Schicksalskarte ist komplett abgehandelt. Mischen wir wieder hier hinein. Und wir kommen zur Erzählaktion, zwei Karten, Mucks Mäuschen stille und durch die Kanalisation durch die Kanalisation. Sehr interessant, hat aber nichts mit der Kanalisationserkundung zu tun. Einfach nur am Ende, nachdem der nächtliche Überfall abgehandelt worden ist und die gefundenen Sachen dann in unser Lager kommen, kann der wache stehende Charakter auch noch mal zurückgehen, um gegebenenfalls ein paar Sachen in sein Inventar zu packen. Er hat also eine kleine Abkürzung in der Kanalisation gefunden und unterstütze den plürenden Charakter, damit er noch ein paar Ressourcen mehr mitnehmen kann. Eine sehr Sache, können wir ihn quasi doppelt einsetzen und müssen aber nur eine Erschöpfung quasi in der Nacht für ihn aufwenden. mucksmäuschen still ist auch eine nette Karte, hat direkt was mit der Plünderphase zu tun. Wenn wir irgendwann mal eine Lärmprobe machen müssen, können wir alternativ diese Karte abgeben, müssen die Probe nicht machen und der Lärmtracker geht auf 1 zurück. Das kann auf alle Fälle mal helfen, wenn der Tracker ganz weit oben ist. Dennoch, ich hatte ja schon erwähnt gehabt, Begegnungen müssen nicht immer negativ sein. Ich stecke oh, mal schon. Ich nehme durch die Kanalisation. Und damit sind wir durch mit diesem Tag. Wir starten in den nächsten Tag. Die Katze kommt zurück und mal sehen, welches Ereignis uns jetzt erwartet. Doch wie ihr seht, wir haben keine Ereigniskarte oben liegen. Wir haben eine Kapitelkarte. Bedeutet, wir handeln jetzt dieses Kapitel ab und danach ziehen wir noch eine Ereigniskarte. Aber schauen wir erstmal, was jetzt passiert in Kapitel 2. Das erste, was wir zu Beginn von Kapitel 2 machen müssen, sind sämtliche zur Seite gelegten Begegnungskarten und Karten nächtlicher Überfall jetzt in die entsprechenden Stapel hineinmischen. Somit wird es keinen Ausbruch von Kriminalität mehr geben, da alle Karten bereits in den entsprechenden Decks enthalten sind. Des Weiteren wird nun die Karte Kapitelziel abgehandelt, welche gerade oben liegt. Habt ihr euer Kapitelziel erreicht, dann bekommt ihr den grünen Text hinsichtlich der Belohnung. Habt ihr das Kapitelziel nicht erreicht, dann müsst ihr euch die Strafe geben für den roten Text. Danach hättet ihr die Gelegenheit, den Spielstand zu speichern. In meinem letzten Playthrough hatte ich euch Vorgestellt gehabt, wie das mit den Speichern funktioniert. Ich will das jetzt hier nicht nochmal exerzieren. Schaut es euch dort nochmal an, falls euch das interessiert, wie der Spielstand gespeichert wird. Wir machen direkt weiter. Das heißt, wir schauen uns jetzt unser Kapitelziel an. Dann legen wir diese Kapitelkarte ab und ziehen eine weitere Ereigniskarte. Wir sehen unser Kapitelziel. Wir sollten die Banden mit Wasser versorgen. Das haben wir auf alle Fälle geschafft. Der Zielstatus ist ganz rechts. Wir bekommen jetzt Belohnung und zwar 10 Holz und/oder Bestandteile. Eine Kombination, wie wir gerne möchten. Und danach wird dieses Kapitelziel aus dem Spiel entfernt. Und ein neues kommt zum Tragen. Wir müssen jetzt Flüchtlinge mit Gemüse versorgen. Und da habe ich ja schon ganz gut vorgearbeitet. Die Kapitelbelohnung, ich will komplett alles an Holz haben, denn Bestandteile habe ich noch, jede Menge und Holz brauche ich zum Verfeuern. Deswegen 5 dazu. Nochmal 5 dazu habe ich 10 mal Holz in meinem Lager. Das Kapitel ist somit abgeschlossen. Karte geht aus dem Spiel. Eine Ereigniskarte muss noch gezogen werden. Wir haben. Abwurf von Hilfsgütern. Allerdings wird es wieder richtig bitterkalt. Drei hinzu plus die zwei muss ich fünf Marker hinzufügen. Da es allerdings nur sechs Marker im Spiel gibt, kann ich nur so für den Zufügen wie verfügbar ist. Somit vier dazu, aber sechs Marker ist eine ganze Menge. Jetzt habe ich jede Menge Holz bekommen. Ich werde das wahrscheinlich alles verfeuern müssen, damit ich die Kälte wieder wegbekomme. Die Karte selber ist für mich sehr sehr ungünstig, denn sie beschreibt, falls in der vergangenen Nacht kein Charakter plündern war, dann bekommen wir jetzt diese Güter. Ja, es war aber ein Charakter plündern. Er hat zwar nur Wasser mitgebracht und wollte eigentlich nur seine Verletzungen kurieren, indem er sich Bandagen besorgt, ja, jetzt kriegen wir die Strafe, wir bekommen nicht die Hilfsgüter. Sehr, sehr schade und diese Karte geht aus dem Spiel. Bevor wir mit den Tagesaktionen beginnen, werde ich wieder bei meiner Katze vorbeischauen. Mal sehen, vielleicht hat sie was gefangen, vielleicht kann ich sie graulen oder vielleicht geht sie wieder rumstrolcheln. Wir haben eine, zwei, ja, die Katze ist wieder den ganzen Tag nicht gesehen. Schade. Als nächstes werde ich mein Kapitelziel verfolgen. Ich habe fünfmal Gemüse in meinem Lager und das werde ich auch komplett abgeben. Dann muss ich mich hinsichtlich des Kapitelziels überhaupt nicht mehr sorgen, kann mich um mich selber kümmern. Klar, ich habe dann etwas weniger Nahrung im Lager, aber ich hoffe doch, dass ich da wieder Neues bekomme. Das heißt, diese fünfmal Gemüse gebe ich ab und darf dafür den Zielstatus Mager direkt bis nach hinten durchschieben. Und damit habe ich mein Ziel schon erfüllt. Wenn irgendwann die nächste Kapitelkarte kommt, dann werde ich etwas Hilfe bekommen. Ich kann nämlich zwei Karten Schutt oder Schuttreste. Aus meinem Unterschlupf entfernen, sollte ich im Hinterkopf behalten, dass ich vielleicht nicht irgendwelche Aktionen verschwende, wenn das sowieso die Hilfskräfte irgendwann machen. Kommen wir zu den Tagesaktionen. Ich werde niemanden in die Kanalisation hineinschicken. Ich brauche alle Hände im Unterschlupf. Marin hat nur die Nachmittagsaktion geblockt, hat also zwei Aktionen. Gleiches für Katja. Marco hingegen kann sogar alle drei Aktionen durchführen. Hingegen Pavel aufgrund seiner Verletzung nur die morgendliche Aktion. Beginnen wir also die Tagesaktionen zu planen. Mit Marvin er hat die Fähigkeit gut stöbern zu können. Ihn werde ich hier runterschicken zum Stöbern. Unsere Katja hingegen, die werde ich damit beauftragen, eine Schlagfalle zu bauen. Damit kommen wir etwas leichter, auch mit ein bisschen Zufall, an Nahrung heran. Benötige ich zwei mechanische Teile. Ich benötige zweimal Holz und fünf Bestandteile. Aber da habe ich auch jede Menge. Wir haben diese auch mal verwendet und Katja stellen wir hier oben drauf. Pavel, er hat ja nur eine Aktion, aber die wird ja benutzt, um hier bei der Metallwerkstätte ein Sägeblatt herzustellen. Denn irgendwann muss ich hier am Gitter mal vorbei und da hilft so ein Sägeblatt ganz gut. Brauche ich ein Waffenteil, das habe ich und ich brauche ein Bestandteil, um das Ganze herzustellen. Zu guter Letzt unser Marco, er ist Feuerwehrmann und er hat eine. Fähigkeit, dass er verschlossene Türen öffnen kann und kann dafür ein Beil statt einen Dietrich benutzen und ich habe ja auch ein Beil im Lager, was er dafür verwendet. Was in den Regeln nicht drinsteht, ist, wie das Beil anzuwenden ist. Theoretisch, es steht drin anstelle eines Dietriches. Wenn man es genau nimmt, würde das bedeuten, ich müsste wie beim Dietrich einen Wurf machen, ob das Ganze klappt oder nicht und wenn es klappt, das Beil ablegen. Ich kann mir das aber nicht vorstellen, weil das Beil einfach zu teuer ist. Das wäre überhaupt nicht wirtschaftlich, dann diese Fähigkeit einzusetzen, weil man kommt günstiger an Dietriche heran und man kann sie auch immer wieder herstellen, weil es auf alle Fälle viel, viel... Teurer. Deswegen würde ich es auch so spielen, dass das Beil genauso wie eine Schaufel verwendet wird. Das heißt, es wird dafür benutzt, die Tür zu öffnen. Es klappt immer und ich muss das Beil auch nicht ablegen. Solltet ihr da andere Erkenntnisse haben, bitte rein damit in die Kommentare. Bin ich auf alle Fälle immer dankbar und würde das dann auch in einem Errata zusammenfassen. Aber okay, handeln wir die Aktionen ab. Marco hat noch Aktionen, kann wieder zurück. Auf Wache stehen, Ball geht wieder zurück ins Lager und die verschlossene Tür ist geöffnet. Und wir bekommen: okay, einmal Bestandteil, einmal Holz, lege ich direkt ins Lager und diese Tür kann ich ablegen. Und jetzt komme ich an den Schutt heran, beziehungsweise auch die Hilfskräfte, wenn wir irgendwann das Kapitelziel erreichen. Pavel an der Metallwerkstätte hat seine letzte Aktion verbraucht, geht runter ins Lager, gibt die Ressourcen ab, die er verwendet hat und hat jetzt ein Sägeblatt hergestellt, welches wir ins Lager legen können. Danach Katja, Ressourcen haben wir schon bezahlt, sie hat noch eine Aktion, geht zurück auf Wache stehen. Schlagfalle ist gebaut hier an dieser Stelle und wir können jetzt hier für eine Aktion einen Köder auslegen. Entweder einmal Chemikalie oder einmal rohes Essen, dann kommt ein Abwartenmarker drauf und wenn dieser ausgelöst wird, wir wissen das, das wird über die Schicksalskarte gemacht, dann wird ein Würfel geworfen und gegebenenfalls, okay, kriegen wir das rohe Essen wieder, wenn wir dieses eingesetzt haben oder vielleicht sogar zweimal rohes Essen. Ich denke mal, ertragreicher ist das Ganze, wenn wir Chemikalien einsetzen. Zu guter Letzt, Marinau, er hat noch Aktionen, kann hier wieder zurück, stöbert ein klein wenig, bekommt aufgrund seiner Fähigkeit 3 zum Würfelwurf dazu. Wir haben eine 8, das ist also eine 11. Und bis zu 10 geht es nur 4 Holz, 4 Bestandteile. Ich werde alles für Holz verwenden. Ich muss auf alle Fälle noch heizen. Da ich nur noch 3 mal Holz in meiner Box habe, muss ich jetzt ein klein wenig tauschen. Und zwar werde ich 5 mal Holz abgeben um ein Holz hier hinein zu platzieren gilt quasi jetzt auch als fünf Holz und jetzt kann ich mir die vier Holz geben die ich durch das stöbern erhalten habe in Summe habe ich somit 8 plus 5 also 13 mal Holz in meinem Lager zweite Tagesaktion erneut werde ich marin zum stöbern schicken ich brauche noch mehr Ressourcen vor allem wenn ich jetzt gleich alles verheizen werde unser Marco ja, den werde ich hier runter zum Gitter schicken, um dieses durchzusägen mit dem Sägeblatt. Und unsere Katja wird zur Schlagfalle gehen, um einen Köder auszulegen. Ich habe noch einmal Chemikalie gehabt. Den werde ich hier hineinlegen, um gegebenenfalls etwas anzulocken. Handeln wir die Sachen ab. Beginnen wir bei Katja. Ihre letzte Aktion war, die Chemikalien sind eingesetzt in der Schlagfalle. Und jetzt kommt ein Abwartenmarker hier drauf, in der Hoffnung, nachher in der Sonnenaufgangsphase etwas drin zu finden. Marco am Gitter, er hatte noch eine Aktion, kann wieder zurück. Sägeblatt geht wieder zurück. Das Gitter ist geöffnet und wir bekommen oh, immerhin drei Bestandteile und ein mechanisches Teil. Und dann geht diese Karte aus dem Spiel. Legen wir die Sachen hier rein. Okay, hier können wir wieder neue Sachen bauen. Und unser Marin, letzte Aktion. Er stöbert nochmal mit seiner Fähigkeit. Und mal sehen, wir haben eine 7 plus 3 ist eine 10 erneut. Vier Stück. Oh, mal sehen. Ich habe nur noch drei Holz in meiner Box. Ich könnte natürlich wieder eintauschen. Aber man muss immer eintauschen, bevor man die Rohstoffe bezahlt. Deswegen, es klappt nicht. Ich werde das wie folgt machen. Ich werde mir die restlichen drei Holz geben, die ich noch in der Box habe. Und das vierte wird einmal Bestandteile sein. Marco ist dran. Ihn werde ich ja, heizen lassen ich habe sechs Kältemarker drauf theoretisch mit 12 mal Holz die habe ich zur Verfügung könnte ich alles wegbekommen ich werde ein klein wenig nicht komplett alles Holz verfeuern ich werde nur fünf Marker wegmachen das heißt ich benötige zehn Mal Holz 2 4 6 7 8 9 10 das geht alles in die Box zurück und dann kann ich jetzt fünf Kältemarker entfernen und dann würde ich auch gleich hier wieder Eintauschen, der geht zurück in die Box und dann kann ich mal wieder fünf Holz hier hineinlegen und dann habe ich für den nächsten Tag auch schon etwas parat, falls ich dann wieder erneut feuern muss. Entfernen wir somit die fünf Kältemarker. Ja, das mit dem harten Winter, gerade am Anfang des Spieles, ist sehr hinderlich. Es verbraucht jede Menge Holz, die ich gegebenenfalls sonst für das Bauen von Konstruktionen verwenden könnte, aber. Ich denke mal, das Überleben ist einfach wichtiger. Sonnenuntergangsphase. Wir essen und trinken. Zuerst das Wasser werde ich komplett investieren. Jeder bekommt einmal Wasser, steigt weder Hunger noch Traurigkeit. Danach muss gegessen werden oder darf gegessen werden. Ich werde auf alle Fälle diejenigen, die Hunger haben, diese beiden einmal rohes Essen geben, damit der Hunger um eins reduziert wird, also quasi auf null. Und alle anderen, die keinen Hunger haben, die werden einmal fasten. Gibt kein Essen. Dafür steigt der Hunger um eins. Dadurch die zwei Statusmarker Hunger jetzt hier rübergewandert, hat aber auf die Aktionen des nächsten Tages keinen weiteren Einfluss. Machen wir weiter mit der Abendplanung. Diese Nacht wird kein Charakter bei mir schlafen. Unseren Marin werde ich wieder zum Wachestehen abstellen. Er hat die geringsten Inventarplätze, Katja hingegen zwar auch nur drei, aber sie kann feilschen. Falls hier und da doch ein Händler kommt und eine Handelsgebühr hat, könnte ich diese auf null reduzieren. Alle anderen drei Charaktere werde ich zum Plündern schicken. Das hat natürlich auch zur Konsequenz, dass die Erschöpfung von allen unseren Charakteren um eins steigt und daher können wir am nächsten Tag nicht mehr aus den vollen Schöpfen, teilweise nur noch eine Aktion oder zwei Aktionen, aber ich denke mal in meinem Unterstufe bin ich gut vorbereitet, so dass ich mir diese eine Runde mal so leisten kann, vielleicht doch noch mal eine Überlegung, vielleicht ein Bett zu bauen. Okay, dann starten wir mit dem Plündern, haben diesmal einen großen Trupp. Ich hoffe, dass sie gute Beute machen werden. Die Frage ist für mich, was nehme ich jetzt mit zum Plündern bzw. zum Handeln? Sollte ich vielleicht auch nicht allzu viel hier lassen, falls doch mal der nächtliche Überfall richtig rein donnert? Ich werde auf alle Fälle erstmal die Sachen mitnehmen, die kein Gewicht brauchen. Das heißt, die ganzen Patronen, Kraut, Kaffee, Bandagen, das Sägeblatt können wir auch mitnehmen, hat kein Gewicht. Jetzt geht es um die Sachen mit Gewicht. Ich werde eine Pistole mitnehmen, da habe ich was, falls doch ein Kampf kommen sollte. Bei lasse ich mal da, das brauche ich für unseren Marin. Ja, die Bestandteile, die lasse ich, die brauchen Platz und vielleicht habe ich dann doch noch irgendwas, um das abwehren zu können. Aber das eine Essen, das werde ich mal, sicherheitshalber, trotz Gewichtes, mitnehmen. Bei der Schaufel bin ich auch am Überlegen, an dem Ort, wo ich will, ja. Da gibt es Schutt, also nehme ich auch noch eine Schaufel mit. Ich werde diesmal zur Altstadt gehen. Ist jetzt der nächste Ort. Das heißt, 14 Erkundungskarten werde ich hier bekommen. Habe hier die Möglichkeit, Chemikalien zu erhalten. Die würden mir für die Schlagfalle ganz gut helfen. Des Weiteren, ich habe auch noch den Dachgarten. Auch da bräuchte ich Chemikalien, um Gemüse wachsen zu lassen. Deswegen wahrscheinlich kein schlechter Weg. Außerdem auch Gemüse gibt es hier. Leider kein rohes Essen, das finde ich aber auf keinen meiner Orte. Aber hier könnte ich gegebenenfalls handeln. Müsste aber sechs Erkundungskarten dafür ablegen. Das behalte ich mal im Hinterkopf, vielleicht am Ende der Plünderung. Okay, dann schieben wir den Lärmtrecker wieder runter auf 1 und beginnen unsere Plünderung. Ziehen wir 14 Karten. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Die Frage ist für mich: Möchte ich mich? Erstmal hier ein klein wenig umschauen. Weiß nur überhaupt nicht, was ich in der Altstadt alles finde. Und ich glaube, ich werde das auch machen. Ich habe 14 Karten, da kann ich auf zwei auf alle Fälle verzichten. Das heißt, die beiden lege ich zurück. Und dann schaue ich mich hier etwas um und lese das entsprechende Skript. Das Skript verweist uns direkt wieder auf vier Möglichkeiten. Wir müssen den schwarzen Würfel entscheiden lassen, welche Möglichkeit wir verwenden. Und dann werfe ich einfach mal und habe eine Vier. Früher war die Altstadt ein Schmelztiegel der Kulturen, geprägt von einer charakteristischen Mischung aus Baustilen und zahlreichen Kneipen und Restaurants der Grasni und Weiseni. Militärstellungen auf den umliegenden Bergen haben sie zu einem gefährlichen Ort gemacht, an dem es riskant ist, nach Vorräten zu suchen. Es ist nicht wirklich viel passiert, hätten wir uns eigentlich auch sparen können. Allerdings es gab ja mehrere Möglichkeiten. Gegebenenfalls könnte man das Ganze noch mal machen, wird aber wieder zwei Erkundungskarten kosten. Will ich nicht. Ich will jetzt hier weiter mich umschauen und wir haben. Okay, geht gut los. Kram durchsuchen. Zwei Optionsmöglichkeiten, zwei Karten zurücklegen und Lärmtracker um 1 erhöhen oder Lärmtracker gleich um 1 erhöhen und dann eine Lärmprobe machen. Ich werde die zweite Variante versuchen. Okay, na mal sehen. Vielleicht schaffen wir es ja mal, eine Begegnung zu haben, einen Kampf zu haben, damit ich das euch auch zeigen kann. Und wir haben eine 2. Na, Prophezeit, das heißt, wir haben zu viel Krach gemacht. Der Lärmtracker wurde ausgelöst. Ich bin nicht drüber. Das heißt, dieser geht jetzt wieder zurück und wir haben eine Begegnung. Diesmal habe ich auch kein Versteck, in dem ich mich zurückziehen kann. Okay, wir haben Überlebende. Diese Begegnungskarte beschreibt Überlebende, die uns entgegentreten. Wir sollen sie erst einen Würfel werfen, um festzustellen, wie viele Überlebende es sind. Für jeden Überlebenden wird ein Feindplättchen gezogen, da sind Buchstaben drauf. Und je nachdem, welcher Buchstabe es ist, werden diese entsprechend bewaffnet sein mit Messer, Beide und Pistole. Also jeder hat auf alle Fälle eine Waffe. Danach soll diese Karte in den Erkundungsbereich gelegt werden und jedes Mal, wenn wir etwas vom Fundsachenstapel nehmen, was Speisekammer oder Mobiliar betrifft, sollen wir den schwarzen Würfel werfen und bei einer 1 bis 4 Script 99 lesen. Was auch immer es ist. Wir können aber auch jederzeit eine Erkundungskarte zurücklegen, um mit ihnen zu reden, was auch immer Sie vielleicht wollen oder mit ihnen zu handeln. Und diese Karte wird erst am Ende der Plünderphase abgelegt. Okay, dann fangen wir erstmal an, festzustellen, wie viele Überlebende es sind. Wir haben eine 5 gewürfelt und bei der 1 bis 5 sind es 2. Jetzt sollen wir für jeden Überlebenden ein Feindblättchen ziehen. Das sind diese mit dem Fragezeichen, es sind diverse Buchstaben drauf. Und da ziehe ich jetzt mal direkt 2. Wir haben einmal C, je. Und wir haben einmal B, beschreibt also einen mit einem Beil und einen mit einer Pistole. Unterhalb des Lärmtrackers auf der linken Seite des Spielplanes habt ihr so ein Crit. Das beschreibt immer, wie eure Gegner bestückt sind, wenn es dann zum Kampf kommt. Wir haben einmal den Bereich für Unbewaffnet, für Nahkampfwaffen, für Schusswaffen. Wir haben ja gezogen einmal C, das war eine Schusswaffe, eine Pistole. Somit kommt dieser Marker hier an diese Stelle erstmal bei null Verletzungen. Gegebenenfalls ändert sich sowas doch, wenn irgendwelche Scripts was anderes beschreiben. Und dann haben wir als zweiten eine Nahkampfwaffe gehabt, einen Beil. Dieser kommt auf diesen Bereich. Käme es dann zum Kampf, würden wir entsprechend würfeln. Das heißt, unsere Charaktere würden angreifen, die Gegner würden angreifen. Jedes Mal, wenn wir Verletzungen bekommen, nehmen wir eine Statusmarkerverletzung zu uns. Jedes Mal, wenn der Gegner eine Verletzung erhält, wandert dieser hier eine Spalte nach rechts und würde er diese Tabelle verlassen. Somit bei einer dritten Verletzung, dann hätten wir diesen Gegner bezwungen. Doch mal sehen, ob es zum Kampf kommt. Wie erwähnt, sollte es nicht zum Kampf kommen. Ich werde am Ende Plethus auf alle fälle mal ein beispiel exerzieren, damit ihr das auch wisst, wie dies funktioniert. Okay, dann haben wir die Gegner platziert. Ich habe aber nicht vor, sie anzugreifen, habe auch keine Option dafür. Ich vermute mal, das hat etwas damit zu tun, wenn wir tatsächlich etwas finden, müssen wir ja einen Würfel werfen und dann ein Skript lesen. Dann könnte es vielleicht zum Kampf kommen, wenn wir nicht gewillt sind, die Beute mit ihnen zu teilen. Alternativ können wir natürlich auch immer mit ihnen reden oder handeln, kostet auch nur eine Erkundungskarte. Ich hebe mir das mal noch auf. Das muss ich ja nicht gleich machen, denn diese Karte bleibt auf dem Feld Erkundung. Das Feld Erkundung ist eigentlich dieses. Ich denke mal, es ist gemeint der Erkundungsbereich, weil hier immer alle aktiven Karten hingelegt werden. Okay, wir sind aber noch nicht fertig, denn wir hatten ja den Lärmtracker ausgelöst. Wir können jetzt den Kram durchsuchen. Achtung, kein, keine Speisekammer, kein Mobiliar, wird also die Sache nicht ausgelöst. Und dann schauen wir doch mal, was wir hier bei. Kram finden. Erst einmal ein Buch und zweimal mechanische Teile. Okay, können wir immer gebrauchen und wir dürfen noch den Würfel werfen. Und wir haben eine 8. 8 ist ein hohes Ergebnis. Und was bekommen wir bei einer 8? Jo, einmal Gemüse. Das läuft doch schon mal recht gut. Das geht in den Bereich gefundene Sachen. Speisekammer bzw. Kram geht hier wieder zurück. War ja keine Speisekammer. Okay, und damit sind wir durch mit dieser Karte. Machen wir weiter mit der nächsten Erkundung. Wir haben, ich glaube, ich habe etwas gesehen. Eieiei. Wir laufen schon wieder Gefahr, eine Begegnung zu haben. Wir können aber etwas dagegen tun, indem wir Erkundungskarten zurücklegen, um unser Würfelergebnis ein klein wenig zu pushen. Denn nur bei einer 1 bis 5 würde es zu einer Begegnung kommen. Für jede Karte, die ich jetzt zurücklege, würde mein Würfelergebnis um 1 erhöht werden. Ach, was machen wir? Schlägt mal 3 zurück. Sicher ist es sicher. Das heißt, zu meinem Würfelergebnis kommt jetzt eine 3 hinzu. Ich hoffe nicht auf eine 1 oder 2. Und wir haben eine 8. Ach jetzt gar nicht gebraucht, aber somit haben wir keine Begegnung. Die Karte ist abgehandelt. Nächste Karte, nächstes Glück, Treppe nach unten. Nützt uns wirklich nicht viel. Ich finde einfach nichts. Aber ja mal Lärm. Tracker, ich hatte da nicht so viel Glück gehabt. Nein, ich gebe drei Karten zurück. Eins, zwei, drei. Oh, mit Handeln wird es jetzt leider nichts mehr direkt. Ich habe jetzt noch drei Karten. Ich würde mal sagen, ich lege eine Erkundungskarte zurück, um mal mit diesen Überlebenden zu reden. Und dann darf ich entsprechend ein Skript jetzt abhandeln. Mal sehen, was wir erfahren anderen zu vertrauen, ist immer schwer. Schließlich wissen wir, wie sie ticken. Genau wie wir würden sie alles tun, um einen weiteren Tag zu überleben. Wir unterhalten uns, jederzeit bereit, eine Waffe zu ziehen oder die Flucht zu ergreifen. Man muss stets auf der Hut sein. Wer weiß, ob das Gegenüber nur reden will oder einen gleich ausrauben wird. Wir sollen jetzt wieder einen schwarzen Würfel werfen. Es gibt vier Skripts, die wir durch einen Würfelwurf auslösen können. Allerdings können wir während dieser Begegnung nur einmal die Aktion Reden verwenden. Also nochmal können wir das Ganze dann nicht machen. Dann schauen wir mal, welches Skript wir erreichen über die Zahl 4. Die Verschnaufpause hat gut getan, aber jetzt müssen wir weiter. Passt auf euch auf, vielleicht sehen wir uns mal unter besseren Umständen wieder. Naja, lief doch gar nicht so schlecht, ist zwar nichts weiter passiert, aber wir wurden auch nicht angegriffen, dass es doch schon mal was Positives ist. Deswegen, ich habe ja eh nur noch ein paar Karten und da ich jetzt nicht mehr in der Altstadt direkt handeln kann, werde ich versuchen, mit den Überlebenden zu handeln. Vielleicht haben sie ja etwas Schickes für mich dabei. Auch hier muss ich eine Erkundungskarte dafür zurücklegen und darf dann das Script 723 lesen. Die Überlebenden haben einiges dabei, welches sie jetzt zum Handeln anbieten. Im Script steht direkt beschrieben, welche Marke angeboten werden. Und ja, es sind leider keine Filter dabei. Ich hätte gern ein Regenwassersammelbecken in meinem Unterschlupf gebaut, damit ich nicht unbedingt immer wieder Wasser besorgen muss. Da haben wir halt keine Filter dabei. Aber andere Sachen, die ich hier gegebenenfalls eintauschen kann. Die Handelsgebühr würde 1 betragen, allerdings haben wir Katja dabei. Sie hat die Fähigkeit falschen, reduziert also die Handelsgebühr auf 0. Und dann schauen wir mal, was biete ich denn an? Ich habe zweimal Kraut, was ich nicht brauche, wären zwei. Das Buch brauche ich nicht, wären drei und die Teile brauche ich glaube ich auch nicht. Das sind wir bei fünf und bei sieben. Als Gegenzug für die sieben werde ich mir zweimal Kaffee nehmen und fünfmal Chemikalien. Das tausche ich direkt. Ich denke mal, die Chemikalien kann ich ganz gut einsetzen für den Dachgarten beziehungsweise auch für die Schlagfalle. Deswegen nehme ich sie mal mit. Gesagt, getan, Tausch vollzogen, Waren sind bei uns und die, die wir abgegeben haben, gehen wieder zurück in den Vorrat und damit sind wir durch mit dieser Handelsaktion. Eine Erkundungskarte habe ich noch, ja, die muss ich noch abhandeln und wir haben, oh, da ist jemand, erhöhe den Lärmtracker um drei, ja kann ich machen, bringt aber überhaupt nichts mehr, muss keine Lärmprobe machen, denn wir sind durch. Heißt, die Plünderphase endet, wir mischen wieder alles zusammen und diese Karte wird wieder hier in den Stapel hineingemischt. Meine Plünderung war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt. Ich werde nochmal am Marktplatz vorbeischauen. Vielleicht bekomme ich ja dort noch ein paar Filter. Ich habe auch drei Leute dabei, wenn die Wachen nicht unbedingt so stark sind. Vielleicht schaffe ich es ja sogar, den Marktplatz zu plündern. Aber das werden wir sehen. Erstmal muss ich eine Gebühr bezahlen und das wird hier einmal Chemikalien sein. Ich denke mal, einmal kann ich drauf verzichten und dann gehen wir rüber zum Marktplatz. Dann schauen wir doch mal, welche Waren diesmal angeboten werden. Oh, diesmal keine. Wir haben einen Kleinganoven. Schauen wir uns mal diese Karte etwas näher an. Diese Karte wird neben das Markttableau gelegt und es wird eine neue Warenkarte gezogen. Der Kleinganove ist jetzt im Spiel und wenn wir die Aktion stehlen wählen, könnten wir seine Dienste mit in Anspruch nehmen. Was bedeutet, wir können einen extra schwarzen Würfel werfen, diesen sogar zweimal wiederholen und zu unserem Ergebnis dazu addieren, um halt bessere Waren stehlen zu können. Danach müssen wir wie üblich den Toleranzmarker um 1 reduzieren, also nach links schieben. Danach aber das entsprechend passende Skript der dann daliegenden Warenkarte ausführen. Wer weiß, was dann passiert. Und danach wird der Kleinkanova aber aus dem Spiel entfernt, mitsamt der aktuellen Warenkarte. Dieses Skript wird aber nur abgehandelt, sofern wir Blank-Seiten werfen, also nicht erfolgreich beim Stehlen sind, quasi erwischt werden. Sollten wir erfolgreich stehlen können, dann würde der Kleinganove weiterhin im Spiel bleiben. Na mal sehen, ob wir diesen Kleinganoven in Anspruch nehmen wollen, hängt natürlich von dem Warenangebot ab. Okay, wir haben einen Bauern, welcher hier den Marktplatz bewacht. Wir haben Zigaretten, wir haben Schnaps und wir haben Gemüse. Bevor ich gleich meine Handlung festlege, möchte ich noch etwas korrigieren bzw. auch noch klarstellen. Und zwar, dieses Warenangebot ist auch hinsichtlich der Anzahl limitiert. Wenn hier also zwei Zigaretten angegeben sind, dann sind es auch nur zwei Zigaretten. Ist nur einmal Gemüse angegeben, dann gibt es auch nur einmal Gemüse. Beim ersten Mal. Als ich hier auf diesem Marktplatz war, habe ich ja gestohlen. Da hatten wir die erste Karte. Da müsste eigentlich auch noch unten liegen. Und zwar genau: Gemüse. Und ich habe es geschafft zu stehlen. Sogar zwei Sachen. Und ich hätte mir auch zwei Sachen nehmen können, allerdings nicht zweimal Gemüse. Und aus diesem Grund werde ich das ein bisschen korrigieren. Ist nichts viel passiert. Das Gemüse habe ich bisher nur für die Flüchtlinge verwendet. Und in dem Sinne hätte ich das jetzt auch nachreichen können. Ich werde jetzt einmal Gemüse ablegen, damit ich dieses nicht zusätzlich stehle. Okay, ich könnte mir jetzt Kraut oder Zucker dafür geben, aber lassen wir das mal weg, damit das nicht ganz so kompliziert wird. Beim nächsten Mal hatte ich gehandelt gehabt und habe mir zweimal Kaffee gekauft, hätte nur einmal Kaffee kaufen dürfen. Deswegen werde ich auch hier einmal Kaffee wieder in den Vorrat zurücklegen, auch wenn ich jetzt hier den Warenwert ein klein wenig verlustig gehe. Eine kleine Kompensation. Okay, aber jetzt haben wir diese Waren und ich muss mir jetzt überlegen, was möchte ich machen? Die Waren sind jetzt hier nicht der große Kracher. Wohl Zigaretten und Schnaps ist natürlich wertvoll, aber ich will ganz einfach mal die Gelegenheit beim Schopf packen, euch A einen Kampf zu zeigen und B ist der nicht ganz so schwer, weil wir nur einen Bauern als Gegner haben. Heißt, ich werde tatsächlich jetzt auf Beute zu gehen, das heißt den Marktplatz plündern. Egal, ob mir das gelingt oder nicht, danach ist dieses Modul aus dem Spiel. Ich kann den Marktplatz nicht nochmal besuchen, aber ich denke mal, das werde ich dann auch nicht mehr machen. So oft war ich jetzt hier auch nicht und so viel Profit habe ich auch nicht daraus geschlagen. Aber okay, wie funktioniert das jetzt mit der Beute? wir haben einen kampf gegen alle miniaturen die hier oben stehen das heißt wären jetzt hier zwei bauern und ein schläger würden wir drei gegner haben für jeden gegner müssen wir wieder so ein feindblättchen ziehen um festzustellen wie er bewaffnet ist da ich jetzt hier nur einen bauern habe brauche ich nur ein feindblättchen und er hat A mit Stärke 0. Da haben wir Glück gehabt, denn bei A für den Bauern bedeutet er ist unbewaffnet. Und das ist natürlich unsere Chance, denn wir sind alles andere als unbewaffnet und außerdem sind wir zu dritt. Mal sehen, ob ich diesen Bauern bezwungen bekomme. Schaffe ich das? Bekomme ich alle Waren aus dem Warenangebot? Ja, wenn nicht, dann halt nicht. Führen wir den Kampf aus und ich werde euch jetzt versuchen, jegliche Facette eines Kampfes mal exemplarisch auch darzustellen, weil wir jetzt momentan auch nur einen kleinen Kampf haben gegen einen Gegner. Wir hatten ja den Bauern, der ist unbewaffnet, deswegen kommt dieser Marker hier bei unbewaffnet und er hat noch keine Verletzung, deswegen in die erste Spalte. Alle unsere teilnehmenden Charaktere können sich jetzt aus dem Vorrat, was sie momentan bei sich tragen, eine Waffe nehmen. Ist das Ganze im Unterschlupf, dann können wir das natürlich aus dem Lager machen. Da ich jetzt hier unterwegs bin, habe ich nur die Waren, die ich momentan mit mir führe. Da ist nur eine Pistole dabei. Und diese werde ich unserem Marco geben. Der hat einen höheren Stärkewert. Was bedeutet, er kann Kampfwürfel nochmal neu werfen. Alle anderen beiden, die werden auch diesen Kampf unbewaffnet bestreiten. Der Kampf wird in Runden durchgeführt. Für jede Waffe gibt es einen speziellen Würfel. Für unbewaffnete Angriffe den grauen Würfel, für Nahkampfwaffen, also Messer und Beile, der gelbe Würfel und für Schusswaffen kommt der rote Würfel zum Tragen. Der Angriff wird immer simultan durchgeführt. Das heißt, für jeden Gegner entsprechend seiner Waffe wird ein Würfel geworfen. Das gleiche gilt für unsere Charaktere. Sollte eine Seite Schusswaffen haben und die andere Seite nicht, dann werden die Schusswaffen allerdings zuerst ausgewertet. Sollte dann die Gegnerpartei tatsächlich schon bezwungen sein, nur mit dem Fernkampfangriff, dann wird der Nahkampf nicht mehr ausgeführt. So wie dann bei uns, wenn ich also mit meiner Pistole feuere gegen den Bauern, der unbewaffnet ist. Wird meine Pistole quasi zuerst wirken und wenn ich ihn dann schon bezwungen habe, das heißt drei Verletzungen zugefügt habe, dann wäre er schon besiegt und sein Nahkampfangriff würde nicht mehr durchgeführt werden. Aber drei Treffer ist schon recht schwierig. Für jeden Treffer, welchen wir den Gegner zufügen, egal ob jetzt Schusswaffe oder Nahkampfwaffe, wandert der entsprechende Marke um ein Feld nach rechts. Da können wir auch selber entscheiden, welchen Gegner wir gegebenenfalls da treffen lassen wollen, falls es mehrere Gegner sind. Andersherum, natürlich wenn wir Wunden erleiden, können wir auch die Charaktere wählen, die die Wunden einstecken müssen und für jede Wunde gibt es eine Steigerung bei der Verletzung. Doch wie kommen die Treffer zustande? Fangen wir mal an mit dem unbewaffneten Würfel. Gibt es zwei Ergebnisse, einmal ein Faust und einmal zwei Fäuste? So viel Treffer würde der Gegner an uns anrichten oder andersherum wir an dem Gegner, falls wir unbewaffnet sind. Alle anderen Ergebnisse sind blank, das sind quasi Fehlschläge, gibt es keine Wunden. Es gibt noch ein Symbol, den dieses Paragraphzeichen, das gilt grundsätzlich auch erstmal als Fehlschlag, es sei denn, wir wollen das Schicksal herausfordern, da würden wir nämlich eine Schicksalskarte ziehen und dann prüfen, ob im unteren Bereich die Angabe des Würfels übereinstimmt. Das heißt, wenn ich jetzt eine Karte ziehen würde und wäre ein grauer Würfel drauf und das passt zu dem unbewaffneten Angriff, dann würde der entsprechende Effekt abgehandelt werden. Wäre es eine andere Farbe, dann wäre es immer noch ein Fehlschlag, hätte die Schicksalskarte keine Auswirkungen. Die Angaben auf der Schicksalskarte sind vielfältig, kann was Positives, kann aber auch was Negatives sein und deswegen gilt es auch gleichermaßen wie für uns, wie auch für den Gegner. Das heißt auch, wenn der Gegner ein Paragrafzeichen erwürfelt, können wir... Sagen, okay, er soll eine Schicksalskarte ziehen und vielleicht passiert irgendwas Negatives mit ihm. Oder wir lassen es als fehlstarkes Denkmal. Da laufen wir auf alle Fälle nicht Gefahr, dass wir getroffen werden. Ähnliches Prinzip mit Nahkampfwaffen. Also Messer und Beile gibt es auch entsprechende Treffersymbole. Jedes Messersymbol ist immer ein Treffer. Gibt es also ein Dreier hier, dann haben wir ein Zweier, dann haben wir ein Einer. Gibt aber auch Blankseiten und es gibt auch hier dieses Paragraphzeichen Hat genau dieselbe Bewandtnis. Wie mit dem unbewaffneten Würfel. Ergänzend gibt es hier noch ein Axtsymbol. Das ist grundsätzlich auch erstmal ein Fehlschlag. Es sei denn, derjenige, der den Würfel wirft, hat eine Axt oder ein Beil in der Hand, dann wäre der Gegner instant gestorben. Das heißt, die Axt ist so martialisch, die würde einen Gegner sofort töten. Das gilt aber auch für uns. Das heißt, wenn der Gegner ein Beil dabei hat, dann laufen wir Gefahr, dass wir gegebenenfalls einen Charakter verlieren. Sollten wir auf alle Fälle drauf aufpassen, wenn wir Gegner mit Äxten haben. Zu guter Letzt die Schusswaffen. Um diese anzuwenden, muss Munition bezahlt werden. Jedenfalls, wenn wir angreifen, haben wir keine Munition dabei, können wir diese Schusswaffe nicht einsetzen, und müssen dann gegebenenfalls auf eine andere Waffe ausweichen oder halt dann. Auch mit dem unbewaffnet Würfel werfen. Auch hier gibt es wieder diverse Symbole mit Angaben, wie viel Treffer, gibt es Zweier, gibt es Dreier, gibt auch hier ein Paragrafzeichen irgendwo, genau selbe Effekt. Und dann gibt es hier dieses Ergebnis mit den drei Punkten. Für uns als Charaktere ist das ein ganz normales Blank, hat überhaupt keine Bewandtnis. Für die Gegner hingegen schon, denn die benutzen keine Munitionsmarker. Dieses Ergebnis sagt, der Gegner hat keine Munition mehr. Wirft er also dieses Ergebnis, wird er entsprechend der Feindmarke auf den Bereich unbewaffnet dann wechseln und wird keine Schusswaffenangriffe mehr durchführen. Zu guter Letzt gibt es auch hier noch ein besonderes Symbol hinsichtlich einer Waffe. Und zwar, wenn ihr eine Schrotflinte habt und habt dieses Ergebnis auch dann, genauso wie beim Ball, würde der Gegner sofort sterben. Andersherum wir auch, wenn der Gegner eine Schrotflinte hat. Für alle anderen Waffen wäre das ein Fehlschlag. Aber okay, das sind erstmal die Grundkenntnisse vom Kampf. Zwei Sachen will ich kurz noch erwähnen. Und zwar, ihr habt grundsätzlich die Möglichkeit, aus einem Kampf zu fliehen. Das geht sogar. Bei Start des Kampfes Problem ist nur, wenn ihr euch dafür entscheidet, wird der Gegner, also die andere Partei, einen Meuschelangriff durchführen. Ein Meuschelangriff ist ein ganz normaler Angriffswurf, nur dass die andere Partei nicht dagegen würfelt. Also es gibt quasi nur eine Seite, die angreift und das ist halt derjenige, der dann quasi den Fliehenden noch in den Rücken schießt oder ein Messer hinterher wirft. Oder wenn wir zum Beispiel in einem Versteck sind und dann quasi da herausstürmen, hätten wir den ersten Angriff ohne dass der Gegner irgendetwas machen kann. Okay, damit haben wir die Sachen erstmal abgehandelt. Sollten wir sterben hier bei einer Erkundung und durch einen Kampf, dann gibt es. Im Tagebuch ein entsprechendes Skript, was wir dann durchlesen müssen. Wer weiß, was es ist. Ich habe nicht vor, das herauszufinden, aber die Gefahr ist dennoch da, auch wenn der Bauer nur unbewaffnet ist. Hingegen töten wir einen Gegner und wäre das kein Schläger, dann geht uns der Tod auch eines Gegners ein klein wenig nah und wir müssten einen schwarzen Würfel werfen für einen Empathie-Check und dann gegebenenfalls dann die Traurigkeit ansteigen lassen, falls dies dann misslingt. Aber okay, wird hier auf alle Fälle dann der Fall sein, falls ich den Bauern bezwinge. Gelben Würfel brauchen wir nicht, denn der Bauer ist unbewaffnet. Wir hingegen haben schon mal eine Schusswaffe, welche wir einsetzen können. Da ich eine Schusswaffe habe, der Gegner nicht, zählt mein Wurf zuerst. Allerdings muss ich dafür einmal Munition bezahlen. Unser Marco hat einen Stärkewert von 2, bedeutet, er könnte den Würfel auch noch bis zu zweimal neu werfen. Mal sehen. Was wir, haben. wir haben einmal für uns blank. Ja, werfe ich nochmal neu. Das erste Mal. Oh, wir haben drei Treffer auf einmal. Na, die werde ich auf alle Fälle nehmen. Dadurch gilt 1, 2, 3. Drei und der Gegner ist sofort bezwungen, ohne dass er überhaupt einen Angriff starten konnte. Das lief sehr, sehr gut. Doch leider, der Bauer ist dabei gestorben. Empathie werfen wir einmal und dann prüfen wir jeweils den Wert. Wir sollten drüber über den Empathiewert kommen, ansonsten steigt die Traurigkeit. Und wir haben eine 2, das ist sehr schlecht, denn jetzt steigt die Traurigkeit all unserer Charaktere um 1. Dadurch hat Marco jetzt Traurigkeit 3. Ganz gefährlich steigt die Traurigkeit noch um einmal, dann muss ich ein entsprechendes Skript abhandeln. Wer weiß, was dann passiert? Ich sollte also irgendwie versuchen, unseren Marco wieder bei Laune zu halten. Doch apropos Laune: Auf dem Marktplatz ist diese auf dem Tiefpunkt, denn wir haben diesen geplündert. Wir erhalten jetzt die komplette Warenauslage, also zweimal Zigaretten, einmal Schnaps und einmal Gemüse. Eigentlich nicht unbedingt die wertvollsten Waren, doch über unsere Ereigniskarte wird Schnaps und Zigaretten. Um 5 höher bewertet. Ich hoffe natürlich, dass diese Ereigniskarte weiterhin aktiv bleibt, sonst war das hier auf dem Marktplatz nicht unbedingt so ertragreich. Denn wir können hier nicht mehr zurückkehren. Denn die Konsequenz dieses Plünderns ist, dass der Toleranzmarker auf die Null geht. Und wenn dieser Null erreicht, bedeutet das, dass wir diesen Markt nicht mehr besuchen können. Er wird komplett aus dem Spiel entfernt. Wählen wir unsere Sachen, welche wir dann zum Unterschlupfer mitnehmen können. Ich habe relativ viele Inventarplätze jetzt frei, da ich drei Charaktere dabei habe. Zwölf Stück. Ich werde dennoch einiges zurücklassen. Denn ich werde von den Gewichtssachen her nur die Schaufel mitnehmen und alle anderen Sachen, welche kein Gewicht haben. Das heißt, diese drei Sachen lasse ich erstmal hier liegen, die wähle ich nicht mit den drei Charakteren. Da ich nur ein Gewicht verwendet habe von meinen zwölf Inventarplätzen, habe ich jetzt noch elf frei und da werde ich mir viermal Wasser noch in die Taschen packen. Habe ich dann noch sieben frei und zum Schluss werde ich auch noch siebenmal Holz mitnehmen. Dafür musste ich zwar einmal fünf Holz einwechseln aus dem Lager in einen Fünfer, aber das kann ich jederzeit im Spiel machen. Das Holz habe ich auch reinplatziert. Warum lasse ich die anderen drei Sachen zurück? Da komme ich gleich drauf zu sprechen, denn jetzt haben wir erstmal den nächtlichen Überfall. Maren steht bei uns wache. Ihn werde ich erstmal bewaffnen aus dem Lager. Da habe ich noch ein Beil. Das wird er auch brauchen, wenn jetzt irgendwelche Strolche bei uns im Unterschlupf auftauchen. Schauen wir mal, wer es sein wird. Vielleicht ist es die Erinnerung, das wäre am besten. Ach nein. Wir haben Plünderer und die sind etwas kniffliger, denn sie haben ein Ausrufezeichen oben rechts, da sehen wir auch hier an den Werten. Sie werden sechs Sachen aus dem Lager stehlen, die wertvollsten dabei zuerst und zusätzlich noch Zwei Wunden zufügen. Das wird in Zukunft für mich die Folge haben, dass wahrscheinlich ein Charakter allein nicht ausreichend sein wird, um Wache zu stehen. Sofern halt solche Karten jetzt drin sind. Ärgerlich ist es natürlich, wenn man dann zwei oder drei Leute Wache stehen lässt und dann kommen nur die Erinnerungen. Denn mit ihm kann ich jetzt nur den gelben Würfel werfen. Das wäre das beste Ergebnis, denn dann könnte ich drei Sachen verhindern, die jetzt hier auf der Karte stehen. Obwohl, es ist nicht das beste Ergebnis. Ich habe ein Beil in der Hand, dann zählt sogar dieses Beil. Ansonsten wäre es ein Fehlschlag. Aber das Beil hätte jetzt zur Folge, dass ich diese Karte komplett ignorieren könnte. Hm. Man muss es nur schaffen. <laughs> Schauen wir mal, was ich jetzt schaffe zu erwürfeln. Und wir haben ja, wenigstens. Eine Sache, die abgewehrt wird. Mehr kann ich aber tatsächlich nicht machen. Ich werde eine Verletzung abwehren. Das heißt, diese Plünderer fügen mir eine Verletzung zu. Und zusätzlich werden sie noch sechs Waren stehlen und die wertvollsten zuerst. Daher Verletzung 1 hat jetzt für ihn noch keine weitreichenden Konsequenzen und 6 Waren. Das Beil selber zählt dabei nicht, denn dies trägt er in der Hand, aber diese Sachen, die wertvollsten zuerst, Waffenteil, elektrisches Teil, mechanisches Teil. Die sind auf alle Fälle wertvoller als der Rest. Das sind drei. Und jetzt muss ich noch drei andere Sachen wählen. Dieses Lager zählt auch mit dabei, falls ihr mal keine weiteren Sachen hier unten drin liegen habt. Die Sachen sind alle gleichwertig, kann ich selber bestimmen. Das werden bei mir drei Bestandteile sein, die ich mitstehen lasse. Das heißt, diese Sachen gehen wieder zurück in die Box. Danach kann die Plündererkarte aus dem Spiel entfernt werden. Die werden wir also nicht mehr sehen. Ja, war schmerzhaft genug. Sie haben ganz viel Beute gemacht und auch noch unseren Marin verletzt. Unser Machen ist aber noch nicht fertig, denn am Ende der Phase nächtlicher Überfall können wir über durch die Kanalisation eine Wachen stehenden Charakter jetzt zum Bereich gefundene Sachen schicken und auch noch seine Taschen befüllen. Und da er drei Inventarplätze zur Verfügung hat, wird er genau die drei Sachen sich holen, die wir dort zurückgelassen haben. Also einmal die Flasche Schnaps. Das rohe Essen und die Pistole bedeutet, dass alles, was da oben liegt, jetzt zum Sonnenaufgang in unser Lager kommt. Nachdem ich alle Sachen jetzt in unser Lager gelegt habe, sieht das nach ein klein wenig Sortierarbeit so aus. Holz haben wir jede Menge, wir haben sogar noch fünf da oben, die werden wir aber brauchen. Ich werde wieder das Heizgerät einsetzen müssen. Wir haben einiges an Chemikalien, gut für die Schlagfahrt und auch für den Gemüsegarten. Das Wasser für den nächsten Tag haben wir, Waffen haben wir. Essen, ja, wird ein wenig knapp langsam, aber vielleicht ist ja was in der Falle drin, vielleicht bringt unsere Katze etwas. Aber ich denke mal, das sollte auch meine nächste Priorität sein, ein klein wenig Vorrat an Essen besorgen. Machen wir weiter mit der Sonnenaufgangsphase. Wir dürfen Medikamente und Bandagen zuordnen. Unsere Katja hat noch die Medikamente bei sich zugeordnet. Die haben noch nicht gewirkt, vielleicht dieses Mal. Und wir haben die Bandagen, welche wir Pavel zugeordnet haben. Auch diese haben noch nicht gewirkt. Mittlerweile ist auch unser Marin verletzt und einmal Bandagen habe ich noch und die werde ich ihm auch zuordnen in der Hoffnung, dass wir diese Verletzung damit auch kurieren können. Und dann schauen wir uns die oberste Schicksalskarte an, was wir haben. Okay. Wir haben Folgendes. Erneut, für alle Charaktere, welche verletzt sind und keine Bandage zugeordnet bekommen haben, steigt die Verletzung um 1. Okay, wir haben verletzte Charaktere, aber beide haben jeweils eine Bandage zugeordnet bekommen. Passiert also erstmal nichts. Der nächste Punkt ist sehr vorteilhaft für uns. Alle Charaktere, denen wir jetzt Medikamente zugeordnet haben, bei denen sinkt die Krankheit um zwei. Und das ist doch sehr schön für unsere Katja. Sie hat zwar nur Krankheit 1, aber nun können wir diesen Marker entfernen. Die Medikamente haben gewirkt. Allerdings sollen wir auch die Medikamente dann von allen Charakteren ablegen. Okay, aber die Bandagen bleiben immer noch drauf. Der nächste Punkt, die Kältemarke. Wir haben nur einen Kältemarker im Spielbereich. Wir haben alles andere weggeheizt und wir haben nur die Schicksalskarte gezogen, wo sogar bis zu vier möglich gewesen wären. Erst ab fünf Kältemarker würden alle unsere Charaktere erkranken. Ja, wenn man es vorher weiß, kann man da etwas sparsamer sein mit dem Holz, aber ich wollte keine Risiko eingehen, vor allen Dingen solange Katja krank war. Jetzt ist sie gesund, jetzt kann ich doch vielleicht ein bisschen mehr Risiko eingehen. Jedenfalls, es passiert nichts, keiner unserer Charaktere erkrankt. Nächster Bereich der Schicksalskarte, die Orte, welche ausgetauscht werden. Es wird der nächstgelegene kleine Ort ausgetauscht. Der nächstgelegene kleine Ort ist das Hotel, kann ich mir nicht die schönen Sachen dort holen, fliegt raus, ist irgendwie jetzt der Zugang abgeschnitten und wir bekommen... Eine zerstörte Villa. Dort gibt es rohes Essen. Dort könnten wir eigentlich hingehen, um gegebenenfalls uns dieses anzueignen. Ist aber leider sehr weit entfernt. Wir hätten dort nicht allzu viel Plünderzeit. Aber schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Der nächste Punkt der Schicksalskarte: Die Abwartenmarker werden jetzt abgehandelt. Und diesmal haben wir einen Abwartenmarker im Spielbereich. Der Abwartenmarker liegt bei uns auf der Schlagfalle. Dieser wird jetzt ausgelöst, indem wir ihn ablegen und dürfen jetzt diesen Effekt ausführen, welcher besagt, wir sollen einen schwarzen Würfel werfen. Und je nachdem, was wir erwerfen, bekommen wir gegebenenfalls Nahrung. Und wir haben eine 8. Und 8 ist, ja, zweimal rohes Essen, super. Damit bin ich doch für den nächsten Tag schon wieder fein raus. Habe ich auf alle Fälle erstmal genug zu essen im Lager. Der letzte Punkt der Schicksalskarte, die Persönlichkeit A all unserer Charaktere, muss ausgeführt werden. Beginnen wir bei Marvin, er hat Kaffeeabhängigkeit, er möchte gern Kaffee haben, ansonsten steigt die Traurigkeit. Ich habe Kaffee, das werde ich aus dem Lager ablegen, damit er diesen konsumieren kann. Gleiches Prinzip bei Katja, auch hier verhindere ich, dass die Traurigkeit steigt, indem ich Kaffee abgebe für Marco Persönlichkeit A wäre sehr schlecht, wenn jetzt ein Charakter einen Hungermarker 3 hätte, denn dann würde die Traurigkeit um 1 steigen auf 4 und das wäre wahrscheinlich nicht gut. Zum Glück hat keiner unserer Charaktere so einen Hungermarker, deswegen passiert nichts und auch bei Pavel passiert nichts über die Persönlichkeit A. Okay, ein Kaffee geht aus dem Spiel. Haben wir wieder keinen mehr, müssen wir wieder suchen. Schicksalskarte wird zurück ins Deck gemischt. Mal sehen, was beim nächsten Mal dann passiert. Und wir ziehen noch zwei Erzählaktionen. Haben wir einen Kopfschuss, oh je. Und wir haben Erfinderisch. Boah, beide Karten sind richtig, richtig super. Erfinderisch könnte ich auf alle Fälle auf einen Ressourcentyp verzichten, wenn ich irgendetwas baue. Okay, mir fehlen jetzt zwar die ganzen mechanischen Teile, mir fehlt auch der Filter, aber ich kann nur einen Ressourcentyp ignorieren. Ach, es ist schwer. Der Kopfschuss hingegen, der ist natürlich gerade in der jetzigen Phase des Spieles ideal. Wenn ich quasi einen Charakter mit einer Schusswaffe ausstatte und auch noch Munition habe, könnte ich in einem Kampf einen Gegner direkt töten. Somit müsste ich mich quasi nicht um diesen sorgen. Noch viel besser ist der Oder-Effekt. Und zwar innerhalb der Phase nächtlicher Überfall, wenn ich einen Charakter halt mit Waffe ausstatte, kann ich diese Karte spielen, um diese nächtliche Überfallkarte komplett zu ignorieren. Und wir haben gerade gesehen, wie viel uns gestohlen worden ist. Ich denke mal, diese Karte werde ich nehmen. Ich muss sie ja nicht vorher spielen. Ich kann sie dann anwenden, wenn es zu einem Überfall kommt. In dem Sinne ist das auf alle Fälle einmal Sicherheit für die Nacht. Und deswegen ja, den Kopfschuss nehme ich mit. Liebe Freunde von The War of Mine, ein ereignisreicher Tag geht zu Ende. Eine Gelegenheit für mich erneut, eine Pause einzulegen. Wir haben wieder einiges Neues kennengelernt. Wir haben uns mit dem Kampf auseinandergesetzt. Wir haben unsere Charaktere wieder geheilt. Zumindest Katja. Dafür ist Marin jetzt verletzt. Aber ich bin noch recht zufrieden, was den Status meiner Charaktere angeht. Unser Lager ist. Recht gut gefüllt, es könnte etwas mehr sein, aber ich komme erstmal wieder über den nächsten Tag und ich denke mal, es macht auch nicht Sinn, da irgendwie mehr zu planen. Dennoch, es wird auf alle Fälle nicht leichter werden. Gerade der Bereich nächtliche Überfall, wir haben es gerade gesehen, kann sehr einschneidend sein. Sehr gut, dass ich jetzt diese Erzählaktion habe, bin ich einmal immun dagegen, je nachdem, was kommt. Ich muss die Karte nicht einsetzen, kann ich dann abwägen, je nachdem, wie viele Charaktere Wache stehen oder ob er vielleicht Verletzungen einstecken kann oder ob ich auch vielleicht auf die ein oder andere Ware verzichten kann. Doch wie es dann weitergeht, es sind noch einige Kapitel- bzw. Ereignistage, welche vor uns liegen. Und da kann noch sehr, sehr viel passieren. Von den Regeln her sind wir aber so weit, dass Sie jetzt alle Bereiche von The of Mine kennengelernt haben. Wir haben die Kanalisation kennengelernt, wir haben den Marktplatz kennengelernt, wir haben Kampfaktionen kennengelernt und die sonstigen Regeln. Das bedeutet für mich, ich versuche in den nächsten Ausgaben ein klein wenig schneller voranzukommen. Ob mir das gelingt, das werden wir dann sehen, hängt natürlich auch immer davon ab, ob viele Scripts, ob viele Zwischenhandlungen durchgeführt werden. Mein Ziel sind zwei Tage, aber Seht es mir nach, wenn es dann vielleicht doch nur anderthalb werden. Mir macht es auf alle Fälle viel Spaß, das War of Mind zu spielen, auch wenn es ein sehr düsteres Thema ist. Es ist jetzt kein Spiel der Freude, dass man sehr viel lacht am Tisch, aber man fiebert halt mit den Charakteren mit und das macht den Reiz des Spieles aus. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Wenn ihr Gefallen an dieser Reihe habt, so hinterlasst mir doch einfach einen Daumen nach oben. Empfehlt mich weiter, abonniert den Kanal, das hilft mir immer. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Habt Spaß am Spiel, bis zum nächsten Mal. Og jeg giver nu.